deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Thorsten Schröder. Willkommen zum Nachtmagazin, liebe Zuschauer, an einem traurigen Tag für alle, die Politiker mit klarer Haltung und deutlichen Worten mögen. Denn ein überaus scharfzüngiger und oft auch polarisierender Mann ist heute gestorben, der CDU-Politiker Heiner Geißler im Alter von 87 Jahren. Noch vor 2 Jahren hatte er über sich gesagt, ich hätte manchmal noch mehr Krach schlagen sollen. Dabei kämpfte Geißler schon immer mit klarer Kante und manchmal auch sehr böse für seine Überzeugungen, ob als CDU-Generalsekretär oder als Familienminister. Und deshalb war er auch nach seiner Zeit als Politiker gern gesehener und vor allem gern gehörter Gast in Talkshows. Und er engagierte sich als Vermittler. Wer viel gestritten hat, weiß auch, wie er bei Streit am besten vermitteln kann. Und so wird Heiner Geißler noch mit 80 Jahren zum Schlichter im Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21, allerdings ohne Altersmilde. Mir reicht's bald, so können wir nicht weitermachen. Ich will mal sagen, reißen Sie sich zusammen. Das versteht außer den Fachleuten kein Mensch. Geißlers politische Karriere beginnt 1967, als Helmut Kohl den jungen Bundestag zum rheinland-pfälzischen Sozialminister macht. 10 Jahre später wird Geißler CDU-Generalsekretär und als Kohl Kanzler wird auch Bundesgesundheits- und Familienminister. Geißler handelt als Modernisierer, führt Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ein. Sein Markenzeichen als Generalsekretär, messerscharfe Rhetorik, sein Feindbild, die SPD. Eine solche Partei wird, ob sie es will oder nicht, in der geistigen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutschland zu einer 5. Kolonne der anderen Seite. Doch Geißler attackiert auch die Friedensbewegung. Dieser Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. 1989 allerdings wird Geißler entmachtet. Er und Kohl hatten sich überworfen. Ein Putschversuch gegen den Kanzler war gescheitert. Im Zuge der CDU-Spendenaffäre machte Geißler wieder von sich reden, mit heftiger Kritik an Kohl, den er für die schwarzen Kassen verantwortlich machte. Heiner Geißler war einer der markantesten Köpfe unserer Partei. Intellektuell herausragend, rhetorisch brillant, streitbar, selbstbewusst und immer den Menschen zugewandt. Ja, wenn Sie das meinen, Frau Bundeskanzlerin, tja, ich habe allerdings einen vollkommen anderen Eindruck. In Juni 1997 habe ich in einer Buchhandlung namens Gönski, mittlerweile existiert nicht mehr, habe ich also eine Begegnung mit diesem Mann, nämlich Heiner Geißler, gehabt. Es ging ja um ein Buch von Herrn Cem Özdemir. Und der wollte auch diesem Buch also sozusagen promoten. Es ging ja um Promotion von dieses Buch. Und Geißler, ja, der Mann mit dem Turbokapitalismus Kritik im Mund, machte also Werbung vor diesem, vor Herrn Cem Özdemir. Okay. Ich habe im Rahmen dieses, dieser Sitzung irgendeine Frage gestellt. Es ging ja um Iran und ich fand es nicht gut und schön, wie die machtgeile Politiker im Westen gegen Iran, gegen Iraner, gegen Islam, gegen Koran und so weiter und so fort hetzen. In diesem Zusammenhang habe ich also eine Frage gestellt am Rande der Begegnung. Allerdings, der Mann hatte auch, der Geißler hatte auch ein paar Gläser auch Bier getrunken, Kölsch wahrscheinlich. Und stand ja zum Himmel, man konnte einfach nicht also von 5 Meter Entfernung, also näher kommen an diesen Mann.
Allerdings habe ich mich also sozusagen gewagt und ich erinnere mich auch, dass eine Frau ein Goldstück als Geschenk, also ein Geißler auch geben wollte. Und Geißler, natürlich stand also vor der Publikum Menschen hier und sagte also, diese Gold soll ich von Ihnen annehmen. Das war interessant, ob er angenommen hat oder nicht. Und diese schöne Rhetorik er deswegen machte, weil gerade also vor dem Publikum stand, das weiß ja nur Gott, aber das, was ich also von dem Mann erlebt hatte, später habe ich also einen Brief also an ihn geschrieben, an Herrn Geißler, denn im Rahmen dieser meiner Frage, er hat Koran beschimpft, er hat Mullahs beschimpft, Ayatollahs. Und ich konnte einfach diese Dreistigkeit, diese Niedertracht, diese Perversion einfach nicht vertragen. Ich auch also schon 10 Jahre vorher nicht vertragen konnte, dass in meiner Nachbarschaft, ein studentisches Wohnheim, also ein deutscher Student, mich zunächst einmal A-Loch beschimpfte und dann mir also vor ins Gesicht sagte, es ist uns scheißegal, wie viele Menschen dort im Iran-Irak-Krieg ums Leben kommen. Es ist uns wichtig, dass das Ölhahn offen bleibt, dass der Ölhahn offen bleibt und das Öl so billig wie möglich fließt. Ich habe diese Bitterkeit dieses Wortes nicht vergessen. Das war für mich also ein Wendepunkt. Ich sagte, was ist das denn für eine scheiße Kultur, für eine perverse kriminelle Kultur, das solche Menschen hervorbringt. Da fing ich an, überhaupt über das ganze Wissenschaften, das die Abendländer sozusagen bekommen hatten, das einmal richtig zu zweifeln. Also, es gab auch vielen anderen Gründen, später daran zu zweifeln, ob die von Wert sind und wenn ja, wie viel wert sind diese Wissenschaften und so weiter und so fort, die in Abendland zustande gekommen sind oder besser gesagt ihre Blühe gefunden haben. Dennoch, wenn ich zurückblicke, das Jahr, ich habe den Brief an Herrn Geißler geschrieben und hat auch also nie geantwortet, typisch deutsche, sozusagen deutsche Arroganz und Egoismus und Arroganz, die vor allem also bei solchen machtgeile Typen zu verzeichnen sind. Kein Wunder, dass er also mit einem anderen machtgeilen Typen namens Herr Dr. Helmut Kohl in Konkurrenz war und diese beide Leute sind für mich also auch die Früchte der Aufklärung des Abendlandes, bittere Aufklärung, und das hat dazu geführt, dass ich in meinem Land nicht leben konnte, denn diese Herrschaften waren diejenigen, die Saddam Husseins Faschismus und Terrorismus im Nahen Osten unterstützen und ganz im Nahen Osten letztlich auch also in Brand gesteckt haben, mit Millionen Tote und Verletzte und schätze ich mal über 10.000 Milliarden Dollar Euros Sachschaden, die entstanden sind im Nahen Osten. Ja, ein Geld, eine Wirtschaftlichkeit, die auch armen Länder in zunutze kommen könnte, wenn wir nur also diese Flüchtlingswelle nach Europa also bedenken. Das heißt, wenn das nicht zustande gekommen wäre, wären die Abendländer glücklich, Menschen im Nahen Osten glücklich, unsere Welt wäre also nicht in jetziger Lage geraten und es ging uns viel, viel besser. Allerdings, meine Damen und Herren, ich habe diesen Brief an Herrn Geißler
vor allem deswegen geschrieben, also mit blutigem Herzen, mit Schmerzen im Herzen, denn also ein Jahr zuvor mein Doktorvater, ein Herr Professor Dr. Manfred L. Ristig, mich aus seinem Kreis nach 4 Jahren, dass ich also in seinem Kreis mehr oder minder als Promovierende arbeitete, allerdings viel schlecht als recht, denn ich hatte kein Geld, ich hatte kein Stipendium von irgendwo und ich hatte auch kein Arbeitserlaubnis. Einerseits die Ausländerbehörde in Kalk, Köln, Kalk, also mir hinterher waren, aus dem Land zu jagen. Und andererseits bekam ich also von immer wenn ich also eine Arbeit suchte und sagte, ja, ich bin ja Diplomphysiker, dann war ich für sie überqualifiziert, also raus mit ihnen, mit dir. Und als ich dann mich also auch unterqualifiziert beugte sogar, bekam ich auch also auch wieder keinen Job, also weil ich also kein Arbeitserlaubnis und so weiter und so fort hatte. Es war scheiße Zeiten. Und mein Doktor Fasser hat mich deswegen also aus dem seine Promotionsgruppe verjagt, weil ich Iraner und Muslim war, das wusste er also auch natürlich, aus anderen zumindest Begegnungen aus dem Jahre 95. Da habe ich noch also einiges also in Erinnerung, im Höhepunkt der Bosnienkrieges. Als infolge der, des Satzes von Herrn Roman Herzog, dass er sagte, dass er bereit sei, sein Sohn, lapidar, mündlich sozusagen, auch nach Bosnien zur Verteidigung der Muslime zu schicken. Ich habe also auch meinen Dr. Vater gefragt, ob auch er bereit ist, also die Muslime in Bosnien zu Hilfe zu kommen. Denn seit 3 Jahren unterstützen der Westen groß und ganz die Serben, indem sie verhinderten, dass die Bosnier sich zur Wehr setzen können. Ja? So unterstützen sie serbische sozusagen Krieg gegen Terrorismus, Fundamentalismus damals. Dass die Herrschaften wie Herr Geisler und Herr Dr. Helmut Kohl und Mächtigen der Medien in der westlichen Welt in die Welt gesetzt hatten. Und da kam ich also ein bisschen in Krach mit meinem Dr. Fall, weil ich also von ihm diese Frage gestellt habe, ob er auch bereit sei, die Bosnier zu helfen. Und er sagte, was, ich soll meinen Sohn also nach Bosnien zu schicken, um für die Muslime zu kämpfen? So sagte mein Opus Dei Christ, mein Doktorvater, Herr Professor Dr. Manfred L. Ristig, Manfred Ludwig Ristig, er schaut mittlerweile, zählt die Radieschen also mittlerweile von unten, aber so war es damals. Mit diesem blutigen Herzen wollte ich einfach einmal also einen Politiker mal fragen, was soll denn diese Schweinereien? Was ist das denn, was ihr hier macht? Und ich habe ihm also dann folgenden Brief geschrieben, nachdem er also mein Glaube, Iran, Islam, Koran vor allem. Er sagte, Koran sollte man ja abschaffen. Dieser Herr Geisler. Ich habe ihm geschrieben, sehr geehrter Herr Dr. Geisler. Ich beziehe mich auf unsere kurze Begegnung in der Buchhandlung Gonski in Köln am 3.7.1997. Es gibt sicherlich viele Traditionen in den islamischen Ländern, die ein Akt der Unwissenheit und oder der übertriebenen Religiosität in diesen Ländern sind. Menschen, die katholischer als der Papst sind, findet man überall. Dazu gehören sowohl die Beschneidung von Frauen
Ach so, dieser Herr Geisler, er meinte, dass Beschneidung eine islamische Tradition ist und deswegen verurteilte den Islam und die Mullahs und den Koran. Obwohl Beschneidung der Frauen eine pharaonische Zeit ist, seit 3500 Jahren wussten, dass die Frauen also besonderes sexuelle Freunde finden, wenn an ihren bestimmten Bereichen an Klitoris also sie berührt werden, sozusagen. Seit 3500 Jahren, nun nicht so seit Hollywood zustande gekommen ist, das wussten seit Jahrtausenden Menschen. Und sie wussten auch, wie man das verringern kann, beziehungsweise beseitigen kann. Man braucht also eine kleine Vorhaut noch tiefer zu beschneiden, dann die Frau kann selbstverständlich noch Kinder bekommen, Eierstücke, Regeln und so weiter und so fort, aber am sexuellen Genuss hat er keinerlei Lust. Und genau das wurde auch, habe irgendwo gelesen, dass zur Zeit des Propheten Mohammed hat man auch also diese Problematik erörtert. Prophet Mohammed, wie immer also mit Traditionen, Islam ist sehr, sehr vorsichtig also umgegangen, nicht also auf einmal Tag weg mit dieser Tradition, hat man versucht einfach Stück für Stück also beiseite zu stellen, zu liberalisieren, zu neutralisieren. Zum Beispiel Alkohol. Wurde in drei Schritten verhindert. Erst einmal, die Gläubige wurden darum aufmerksam gemacht, dass wenn sie beim Gebet stehen, sollten sie nicht besoffen sein. Erst einmal beim Gebet. Und dann also kam also nach einer Weile kam Alkoholverbot und die Menschen waren dann in ihrem Bewusstsein dermaßen fortgeschritten, diejenigen, die gläubig wurden an Islam, Prophetentum des Propheten Mohammed glaubten, sie haben dann auf der Stelle, als die Offenbarung kam, von heute an Alkohol zu trinken, Wein und Alkoholiges zu trinken, verboten sei, sofort hörten sie also auf. Also die Mehrheit. Und das ist vor 1400 Jahren. Vor kurzem habe ich also irgendwo in Kölner Stadtanzeige online, Stadtanzeige habe ich also gelesen, was für ein Elend verursacht natürlich unter anderem Alkohol bei schwangeren Frauen, wenn sie in Schwangerschaft Alkohol trinken. Und was für ein Schaden an das neugeborene Kind, die später der Gesellschaft an Hals bleiben wird, verursacht. Das war die Quelle, dass ich also ihn also damals gefragt hatte in der Buchhandlung Gonski. Also dazu gehören sowohl die Beschneidung von Frauen in einigen afrikanischen Ländern als Erbe des pharaonischen Kultur, als auch die anti-islamische Haltung der Taliban-Gruppe in Afghanistan, die übrigens von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützt wird. Ich stimme mit Ihnen hier vollkommen überein. Ja, es ist sogar notwendig, über solche Missstände Aufklärung zu betreiben. Traditionen wie die Beschneidung von Frauen haben jedoch nach Meinung vieler seriöser Islamkenner ihren Ursprung in der vorislamischen Geschichte dieser Länder und nicht im Islam selbst. Er machte also diese Beschneidung der Frauen, und es sind auch mittlerweile immer noch also sehr viele Leute, auch in AfD, Gauland und so weiter und so fort. Die benutzen diese als Keule, um den Islam zu bekämpfen.
Keine dieser Traditionen sollte jedoch dazu instrumentalisiert werden, zum Beispiel einen Diktator und Aggressor von Kaliber Saddam Hussein mit allen erdenklichen barbarischen Mitteln und allen Menschenrechts- und Völkerrechtskonventionen zum Trotz zu unterstützen. Man lieferte ihm ABC-Waffen, atomsichere Bunker, Satellitenaufnahmen und sicherte ihm Zuwendungen der UNO und Unterstützung durch die Medien zu. Nur um die iranische Nation wegen ihrer klugen Entscheidung zu den heiligen humanen Werten des Islam zurückzukehren, in die Knie zu zwingen. So wurde ein Krieg angefangen, der binnen kurzer Zeit hätte beendet werden können, wenn nicht der Westen und seine Verbündeten am Persischen Golf auf der Seite des Aggressors Saddam Hussein gestanden hätten. Überhaupt wäre es gar nicht erst zu einem Krieg gekommen, wenn die Herren der Welt Saddam Hussein grünes Licht für die Liquidierung der islamischen Revolution und Imam Khomeini gegeben hätten. So wurden 8 Jahre lang Menschen ermordet, zwei Länder terrorisiert und schließlich Millionen von Menschen in Armut und Elend getrieben. Ein Verbrechen, das in Brutalität nur mit dem Verbrechen von Chinggis Khan gegenüber Perser zu vergleichen ist. Man sollte auch darauf hinweisen, dass die Perser immer noch nicht also von den Folgen dieses Krieges sich erholt haben. Chinggis Khan hat nur in einer Stadt eine Bibliothek von über 1 Million Bücher in Brand gesteckt. Hunderttausende Sufis, Gelehrten des Landes, hingerichtet, von ihren Köpfen Berge gebaut. Und wir wissen wirklich nicht, wie viele wissenschaftliche Schätze uns durch diesen Angriff der Mongolen. Ja, allerdings später durch die Begegnung mit persischer Kultur zum Islam konvertierten, verloren gegangen sind. Es ist ungeheuerlich. Die Perser haben es immer noch nicht überwunden, diese Zeit. Es gibt keine Rechtfertigung für über 2 Millionen Tote und Verletzte und über 2500 Milliarden Dollar Sachschaden in beiden Ländern, Iran und Irak. Milliarden Dollar, auch ich als Iraner, der 1987 wie Millionen andere Menschen auf der Flucht vor Saddam Husseins Bomben und den Folgen der westlichen Wirtschaftsblockade, nämlich sein Meister, Landesvorsitzende von CDU, Herr Dr. Helmut Kohl. Ja, diese Wirtschaftsblockade nicht gegen Saddam Hussein, sondern gegen Khomeini und Iran verhängten. Ja, auf der Flucht vor Saddam Husseins Bomben und den Folgen der westlichen Wirtschaftsblockade aus dem Iran nach Deutschland gekommen bin, um eventuell in Ruhe Astrophysik zu studieren. Ich bin ein Opfer der antichristlichen und inhumanen Politik des Westens gegenüber dem Iran. Ich lebe seit über 10 Jahren in Deutschland. Und, also das ist 1997, und bisher konnte ich nur eine Diplomarbeit anfertigen. Meine Promotion wurde zunichte gemacht. Für mich eine unmittelbare Konsequenz der psychischen und wirtschaftlichen Folgen des Golfkrieges, der herrschenden Arroganz und Unmenschlichkeit in der deutschen Gesellschaft und Medien, der deutschen Ausländerpolitik, Ausländerbehörde und vieler schmerzhafter und konzentrationsverderbender Ereignisse und Erinnerung während meines Studiums. Die schiitischen Iraner haben nie Traditionen wie die Beschneidung von Frauen gehabt. Die schiitischen Iraner, ich werde vielleicht auch eines Tages darüber kommen, die Schiiten überhaupt glauben an, natürlich sie verpönen außerehelicher Sex. Sex außerhalb Ehe
durfte es nicht geben. Darf es nicht, ist eine Sünde. Mit Beschneidung der Frauen haben die Schiiten auch eigentlich nie einverstanden gewesen. Denn sexueller Genuss ist das Recht einer Menschen als Frau, genauso wie auch das Recht des Menschen als Mann ist. Und die Schiiten kennen auch zwei Arten von Ehe. Ehe auf Zeit, für eine bestimmte Zeit, und Ehe auf Ewigkeit, wenn sowas also in dieser Welt zu suchen wenn überhaupt in dieser Naturzustand Ewigkeit gibt. Ja, schon, sagst du mal so 50, 60 Jahre als also Ewigkeit natürlich. Aber sowas gibt es nicht. Also sie glauben aber zwei Arten von Ehe, diese Schiiten. Die Schiiten in Iran haben nie Tradition wie die Beschneidung von Frauen gehabt, wofür sie den Terror der westlichen Medien und der politischen Populisten verdient hätten. Arbeiten und studieren, das tun die iranischen Frauen schon seit Jahrhunderten. Wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Monaten ist die einzige Nobelpreisträgerin in Mathematik, also das Field-Medaille nennt man das, hat eine einzige Frau in der Geschichte dieser Medaille seit hunderten Jahren gewonnen. Die ist also eine Perserin gewesen, eine Iranerin. Die einzige Sünde der iranischen Nation ist, dass sie sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung im wahren Sinne des Wortes entschieden hat. Während die westlichen Nationen mit all ihren Intellektuellen und Akademikern entweder diesbezüglich Märchen erzählen, weil sie den richtigen Weg dazu nicht kennen, oder bereits als Heuchler und Versager entlarvt worden sind. Was ist aus der Umweltkonferenz des Jahres 1992 in Rio geworden? Schon damals war mir bewusst, dass bei dieser Rio-Konferenz pure Heuchelei gang und gäbe ist. Und heute, im Jahre 2017, ja, erfahren wir, dass Herr Trump zum Beispiel total also sich verabschiedet hat aus dieser Konferenz. Wie man schon damals vorhersehen konnte, nichts. So wird es auch bleiben, solange die Politiker und Völker im Westen nach dem Motto "Nach mir Sintflut" denken und handeln. Die westlichen Nationen müssen ihren Lebensstil gründlich seit langem habe ich nicht geöffnet, seit 20 Jahren sogar. Lassen Sie sich gründlich überdenken, wenn solche Konferenzen irgendwann Erfolge haben sollen. Und dies wird ohne eine Rückkehr zu den ethischen Grundprinzipien der Religionen nicht möglich sein. Ich versichere Ihnen, Herr Geißler, dass eine solche Rückkehr zu den ethischen Grundprinzipien der Religionen, die heute dank islamischer Revolution in Iran sehr beschleunigt worden ist, ist ohne eine Rückbesinnung auf die Weisheiten des Korans als die einzige authentische Buch der Offenbarungen, das die Wirbelstürme der Geschichte überlebt hat, unmöglich ist. Ohne Koran wird es kein Ethik geben. Nur durch den Koran können die Religionen zu den eigentlichen Wurzeln ihrer eigenen Religion gelangen und zurückgreifen.
Zitat aus dem Koran, Sure 4, Vers 163 bis 164. Zitat: Wir haben dir, O Muhammad, wir haben dir Offenbarungen eingegeben, ebenso wie früher dem Noah, den Propheten nach ihm. Und wir haben Offenbarungen dem Abraham, Ismail, Isaak, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo eingegeben. Und dem David haben wir einen Psalter gegeben. Und über einige Gesandte haben wir dir früher berichtet, über andere bisher überhaupt noch nicht. Und mit Mose hat Gott wirklich gesprochen. Und in einem anderen Vers, Vers 5, Sura 5, Verse 65 bis 66, sagt der Koran: Und wenn die Leute der Schrift, nämlich Christen und Juden, glauben würden und gottesfürchtig wären, würden wir ihnen ihre schlechten Taten tilgen und sie in Gärten der Wonne eingehen lassen. Und wenn sie die Tora und das Evangelium und was sonst noch von ihrem Herrn als Offenbarung zu ihnen herabgesandt worden ist, halten würden, würden sie dereinst, also im Paradies, Fragezeichen, Klammer, halten würden, würden sie dereinst über sich und unter ihren Füßen Früchte zu greifen und essen zu können, wo sie nur wollten. Unter ihnen gibt es eine Gruppe, diese Leute des Schriftes, des Buches, Christen und Juden. Unter ihnen gibt es eine Gruppe, die einen gemäßigten Standpunkt vertritt. Aber schlimm ist, was viele von ihnen tun. Sag, in einer anderen Stelle, sag ihr Leute der Schrift, ihr seid nichts, solange ihr nicht die Tora und das Evangelium und das und was sonst noch von eurem Herrn als Offenbarung zu euch herabgesandt worden ist, haltet. Was von deinem Herrn zu dir herabgesandt worden ist, wird sicher viele von ihnen in ihrer Widersetzlichkeit und in ihrem Unglauben bestärken. Mach dir wegen des Volkes der Ungläubigen keinen Kummer. Diejenigen, die glauben, das heißt die Muslime, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Sabäer, also die Anhänger des Propheten Johannes, Cousin von Jesus Christus, der enthauptet wurde. Diejenigen, die glauben, das heißt die Muslime, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Sabäer, und die Christen, die an Gott und den jüngsten Tag glauben und tun, was recht ist, brauchen keine Angst zu haben. Und sie werden nach der Abrechnung am jüngsten Tag, in Klammer, nicht traurig sein. Koran, Sura 5, Vers 68 bis 69. Weder ist Jesus Christus, Husserl sei mit ihm, ein Katholik oder ein Protestant gewesen, noch Mose ein Jude, meine Damen und Herren. Der Koran bezeichnet alle Propheten als Muslime. Menschen, die in Frieden sind mit sich selber, mit ihrer Umgebung, mit Gott. Das ist die Definition einer Muslime.
Und der Islam ist die Religion der Propheten. Und die Propheten sind Menschen, die über Raum und Zeit die Dinge der sichtbaren und der unsichtbaren Welt sahen und erleben können, weil sie mit Gottes Auge in die Geschehnisse des Körpers, der Seele und des Geistes schauen. Deshalb sind für die Bewahrung des Korans und dessen prophetische Traditionen, Wissenschaften und Weisheiten nicht nur die Muslime, sondern auch die Christen und Juden, sowie jeder freidenkende und freiheitsliebende Mensch verantwortlich. Darunter auch ein Politiker wie Sie, Herr Geißler, der das Geschick eines Volkes mitbestimmt. Man sollte mit dem Koran und dem Islam respektvoll umgehen und nicht ein Glas Weißwein trinken und gleichzeitig den Islam, den Koran und die Mullahs als Scheiß bezeichnen. Nur weil nach islamischer Gesetzgebung unter bestimmten Bedingungen und zwar nach Überprüfung aller Umstände vier Finger eines Diebes amputiert werden können. Jemandem, der zum Beispiel aus Hunger und aus Not, das heißt nur zum Überleben etwas gestohlen hat, darf ein islamischer Richter nicht die Finger abschneiden lassen. Wenn allerdings ein Mensch Angst hat, seine Finger zu verlieren, dann wird er sich vom Diebstahl und von dem Gedanken, sich mit dem Eigentum und Reichtum der anderen eine goldene Nase zu verdienen, fernhalten. Meine Damen und Herren, heutzutage wird also Scharia vor allem deswegen bekämpft, weil Diebstahl verboten ist unter Umständen, man verliert seine vier Finger. Erst rechter Hand, dann linker Hand, dann rechter Fuß und so weiter und so fort. So verliert man sein Leben, wenn er ständig auf diesem Weg, also sich auf dieser Erde bewegt. Und andere drakonischen Strafbarkeiten. Man kann darüber streiten, ob das sein soll oder nicht. Islam selbst, Koran selbst bietet auch Rahmenbedingungen darüber, auch also das Leben, die Gesellschaft neu zu gestalten. Jetzt will ich also das nicht also hier vertiefen. Aber wenn in dieser westlichen Welt Anständigkeit gewesen wäre und Kopf und Gehirn und ein Bruchteil des Geldes, das jährlich zur Bekämpfung der Scharia der Muslime, zur Bekämpfung des Korans, für eine Propaganda Goebbelscher Art nach Goebbels und Dritten Reich eigentlich gegen die Muslime, gegen diese Hetzjagd, gegen Islam. Wenn man das Geld, die man dafür verwendet hätte, dass Diebstahl, Alkohol trinken, dass Ehebruch, verdammte Dinge sind, die einer Gesellschaft langfristig vollkommen Untergang gewährleisten, dann hätten wir heute all dieses Elend nicht gehabt. Nur ein Bruchteil des Geldes. 100-mal wird also Scharia des Islams bekämpft, nicht einmal die Perversion des Diebstahls, die Perversion Niederschlag der Ehebruch, die Perversion der Betrug und so weiter und so fort. Angst als ein Warnsystem ist nicht nur
meine Damen und Herren, ist nicht nur für das Überleben der Tiere in der Natur ein absolut wichtige Verhaltensweise, sondern auch ein wichtiger Bestandteil für die Erziehung der Seele und des Geistes des Menschen. Sie dient vor allem Dingen der Erhaltung, der Ordnung und Sicherheit in einer Gesellschaft. Ohne Ordnung kann kein Gesellschaftssystem von Gerechtigkeit reden. In einer Gesellschaft, in der die Menschen keine Angst vor der abschrecklichen Macht des Gesetzes und der Polizei haben, wird bald nur Chaos und Gewalt herrschen. Tatsache ist aber, dass Angst vor der Polizei und vor der Gesetzgebung allein überhaupt nicht ausreicht, um die Sicherheit in einer Gesellschaft langfristig gewährleisten. Außerdem kann man die Gesetze der eigenen Interessen und Ziele interpretieren, umwandeln, ausnutzen und zum Beispiel die Polizisten durch Beförderung, Sex oder Geld bestechen oder zum Schweigen bringen. Schließlich sind Polizisten auch nur Menschen. Und wer kümmert sich um sie? Diejenigen, die in Deutschland jährlich zwischen 80 und 100 Milliarden deutsche Mark Steuergelder hinterziehen, das ist 97, meine Damen und Herren, pflegen oft sehr gute freundschaftliche Beziehungen zu den mächtigen Organen und Persönlichkeiten in diesem Lande, wie auch in jedem anderen Land, das von Korruption heimgesucht ist. Mittlerweile wissen wir, wie die Netzwerke der Kartelle, Mafia-Kartelle, Finanzkartelle, ja, fungieren, funktionieren. Allerdings macht Angst alleine in der Erziehung die Menschen feige. Angst alleine macht die Menschen zu feige, lähmt ihre Kräfte und verhindert ihre geistige Entwicklung. Neben der Angst soll deshalb auch die Hoffnung und die frohe Botschaften eine stärkere Rolle spielen, damit der Mensch eine optimale Möglichkeit zur Entwicklung und Entfaltung seiner Fähigkeiten bekommt. Und wo kann man diese beiden am schönsten, einfachsten und fast zum Nulltarif vereinen, wenn nicht innerhalb der Religion in Form von Gottesfurcht und Hoffnung auf seine Belohnung und Gnade in dieser Welt und im Jenseits? Während die von Ihnen erwähnten Steuerhinterzieher gottesfürchtig gewesen, dann wurden sie nicht ihre Gesellschaft so skrupellos betrugen. Natürlich nur, wenn das soziale System von oben bis unten ein gottesfürchtiges System wäre oder sich bemühen würde, ein solches zu werden. Das, was diese Herrschaften im Ausland durch Bestechung der Regierungen, Beamten und Mächtigen verdienen, ist viel mehr als was sie durch das Betrügen des eigenen Volkes verdienen. Ja? Große Kuchen verdienen sie im Ausland, indem sie die Regierungen bestechen, Regierungsbeamten korrumpieren und all dieses Elend der mittlerweile Wirtschaftsflüchtlinge, dass 60 Millionen Afrikaner unterwegs nach Europa und am besten nach Deutschland sind, ja, durch verantwortungslose Politiker und Politiker in diesem Land und im Westen sind diese dieses Elend zustande gekommen. Die deutsche Gesellschaft zum Beispiel scheitert heute an ihrer Bewusstseinslosigkeit als unmittelbare Konsequenz ihrer Gottlosigkeit. Aber warum eigentlich wir bei vielen deutschen und westlichen
Meinungsmacherin in der Politik und den Medien, wenn es um den Islam und die Muslime geht, sofort die leere Hälfte des Glases gesehen. Warum redet man zum Beispiel nicht über die wunderbare und hygienisch wichtige Tradition der Beschneidung von Männern im Islam, die man seit 1400 Jahren aufgrund der islamischen Scharia, das heißt Gesetzgebung, praktiziert? Wissen Sie, wie viele Geschlechtskrankheiten im Leben des Mannes und der Frau wegen dieser Tradition in ihrem Leben erspart bleiben? Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, lassen Sie sich von Ihrem Familienarzt beraten, Herr Dr. Heiner Geißler. Naja, mittlerweile braucht er nicht mehr. Nach islamischer Tradition, das heißt Befolgung des Lebensstils und des Gedankenguts des Propheten Muhammad, die Sunna und Imamen, soll ein Kind bis zu 2 Jahre nach der Geburt am besten von der Mutter oder von einer anderen gesunden Frau als Ersatzmutter gestillt werden. Wissen Sie, vor wie vielen Krankheiten und allen voran allergischen Krankheiten dieses Kind von der Kindheit bis ins hohe Alter bewahrt bleibt? Fragen Sie doch die deutschen Top-Mediziner und lassen Sie sich diesbezüglich wissenschaftlich aufklären. Darüber die Tatsache, dass einige dieser Krankheiten im Laufe der Generationen durch genetische Mutationen sich zu schweren Erbkrankheiten entwickeln können, brauchen wir gar nicht zu reden. Meine Damen und Herren, das war auch also sozusagen eine Prophezeiung von mir. Denn die Art und Weise, wie wir leben, beeinflussen unsere Gene. Sie werden gespeichert und sie beeinflussen unsere Gene. Und diese Gene übertragen wir auf die kommenden Generationen. Wenn wir sexuelle Perversionen nachgehen und nicht einmal sie als Sünde betrachten, dann bleiben sie, dann werden sie gespeichert in unserem Bewusstsein. Bewusstsein ändert unsere Genen und dann der nächste Generation der Typ fühlt sich also nicht mehr in seinem Haut also untergebracht. Das ist also praktisch also eine Prophezeiung, die ich also schon damals also gehabt habe. Also ein ziemlich kluger Kopf ist ja damals gewesen. Nochmal über die Tatsache, dass einige dieser Krankheiten im Laufe der Generationen durch genetische Mutationen sich zu schweren Erbkrankheiten entwickeln können, brauchen wir gar nicht zu reden. Das Gleiche gilt auch für das Verbot für den Verzehr von Schweinefleisch, sowie das Gebot, nur ausgeblutetes Fleisch von anderen zugelassenen Tieren zu verzehren. Darüber hinaus darf man ein Tier zu Wegverkehr nur dann schlachten, wenn man dies im Namen Gottes tut, als Spaß und Job zum Sport. Jagt man nicht die Tiere. Das ist in Islam verboten. Also nochmal, darüber hinaus darf man ein Tier zu Wegverzehren nur dann schlachten, wenn man dies im Namen Gottes tut, weil schließlich Gott dem Tier das Leben gegeben hat. Nach der islamischen Scharia darf man nicht jedes Ding und jedes Fleisch fressen, weil das vermutlich potenzsteigend ist. Man darf nach der islamischen Scharia ein Tier nicht aus Spaß, als Hobby, aus Hass oder Sport töten und seinen Kopf zum Beispiel als exotische Luxusartikel zur Angabe, zum Angeben im Haus an die Wand hängen. Gehen Sie in
vielen sozusagen Tradition, Kolonialstil eingerichteten Häusern im Westen. Da sehen Sie Kopf eines Hirsches, Kopf eines Elefanten, Zahn eines Elefanten als Kunststück und so weiter und so fort. Das sind alles verbotene Dinge, das sollte man nicht machen. Ja, Elefantenzahn, nachdem er so sein natürliches Leben also gelebt hat und gestorben ist, kann man verwenden. Aber nicht, dass man also Tag erschießt und nur den Zahn also zu klauen. Oh Gott. Die Anzahl der aus Spaß gejagten und heute zu bedrohten Arten erklärten Tiere, vor allem in Afrika und Asien, durch die Bleichgesichter aus Europa ist fast identisch mit der Anzahl der tierischen Luxusartikel in den Häusern der wohlhabenden Familien in Europa und Amerika. Eine Pause mache ich. Die Anzahl der aus Spaß gejagten und heute zu bedrohten Arten erklärten Tiere, vor allem in Afrika und Asien, durch die Bleichgesichter aus Europa ist fast identisch mit der Anzahl der tierischen Luxusartikel in den Häusern der wohlhabenden Familien in Europa und Amerika. In keinem Haus eines gottesfürchtigen iranischen Mullahs oder religiösen Mannes, dessen Frau mit einem schwarzen Schleier sich zufrieden gibt, wird man so etwas, besser gesagt, eine solche Schweinerei erleben. Wetten wir, dass, statisch gesehen, die Anzahl und die Häufigkeit der Krankheiten unter den religiös lebenden Muslimen in Deutschland, die mehr oder weniger auf gewisse islamische Traditionen geachtet haben, wesentlich geringer ist als die ihrer deutschen, nicht-muslimischen Nachbarn, die fast alles zu sich nehmen, was gut schmeckt. Auch die religiösen Juden verzehren aufgrund ihrer religiösen Vorschriften kein Schweinefleisch und ihre Männer lassen sich auch beschneiden. Sogar bei Juden ist es noch viel schlimmer, also als bei Muslime. Ein Muslim, der also sich nicht beschnitten hat, ist ein unbeschnittener Muslim, aber offensichtlich also als ein nicht beschnittener wird nicht als Jude betrachtet. So erfahre ich also von manchen meiner jüdischen Freunden. Also das heißt, wie die Christen sich also mit Zölibat und Trinität identifizieren als Prinzip, hochheben, diese zwei Dinge, die Juden haben auch die Beschneidung als Prinzip. Woher kommt eigentlich diese Parallelität in der religiösen Tradition innerhalb beiden Religionen, Judentum und Islam? Warum sind die Christen zu sozusagen Allesfresser geworden, obwohl sie als Christen auch an das Alte Testament glauben sollten? Sowohl an das Alte Testament als auch an das Tora und Koran sollten sie glauben, wenn man noch genauer sein würde. Wie ist es dazu gekommen, dass das Abendland statt seine Gesetzesgrundlage auf die 10 Gebote des christlichen Glaubens zu gründen, die barbarisch-weltliche Gesetzgebung der tyrannischen Römer akzeptierte, die Gläubigen Urchristen verfolgten
und Zehntausende Menschen ums Leben brachten, nur weil sie an Gott und seinen Gesandten Jesus Christus glaubten. Meine Damen und Herren, wenn Sie heute also zum Beispiel also an die juristischen Seminaren an der Universität Köln gehen, schon vor die Tür steht also die römische Seminar. Ja, also Recht auf die Grundlage der Gesetzgebung, Verständnis der kriminellen, terroristischen, römischen Reiches. Statt die 10 Gebote aus Maßstab zu nehmen, das christliche Abendland hat die tyrannischen, gottlosen Bigotter der Römer ihre Gesetzgebung, ihre tyrannischen Gesetzgebung als Maßstab der Gesetzgebung genommen. Ich bin davon überzeugt, dass die Unterdrückung und der Terror der Römer nach dem Zeugnis der Geschichte dermaßen groß war, dass man kaum eine Nachricht über Jesus Christus und seine wahren Gefolgsleute bekommen konnte. Abgesehen davon, dass die Römer schon vor und nach der Geburt Jesus Christus aufgrund der Prophezeiungen über sein Kommen Bescheid wussten. Und daher schwangere Frauen und Kinder umbrachten, um seine Geburt zu verhindern. Und bei diesen Untaten machten sie die jüdischen Schriftgelehrten und Tempelpriester wie immer in ihrer Geschichte ganz gewaltig mit. Denn auch zur Zeit von Moses, Pharao versuchte also auch, um die Geburt Moses zu verhindern, sämtliche Söhne zu vernichten. Alle schwangere Frauen mussten sowieso, aber diejenigen, die Sohn hatten, ja, bis zu 5 Jahre alt, sollten einfach ihre Söhne durch Pharaons Terrorbanden also abschlachten lassen. So war das. Aber es kam trotzdem zum Geburt von Moses. Und Moses hat die satanische, terroristische Regierung von Pharao mit dem Boden sozusagen gleich gemacht. Denn Gott war hinter Moses. Um seine Geburt zu verhindern. Und bei diesen Untaten machten die jüdischen Schriftgelehrten und Tempelpriester wie immer in ihrer Geschichte ganz gewaltig mit. Leider. Die inzwischen in hohen Positionen saßen und um den Verlust ihres Reichtums und ihrer Macht fürchteten. Die Tatsache, dass das Neue Testament nebulöse Geschichtserzählungen einiger frommen Christen sind, die zwischen 70 bis 115 Jahre nach Jesus gelebt haben und Jesus in ihrem Leben möglicherweise nie persönlich begegnet sind, ist unumstritten. Die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind fromme Bemühungen, die Ereignisse rund um Jesus Christus, soweit es geht, zu rekonstruieren und festzuhalten. Meine Damen und Herren, warum diese 4 Bücher? Jesus hatte sehr viele, auch ehrliche Gefolgschaft gehabt, Jünger gehabt, zumindest 12. Und wir sollten zumindest 12 Evangelien haben. 12 Bücher von direkten Schülern von Jesus. Warum gibt es nur 4? Und das auch also 75 bis 115 Jahre nach, 70 bis 115 Jahre nach Jesus. Wo sind diese Bücher? Ich habe gehört, dass diese Bücher liegen im Vatikan. Und warum gibt Vatikan diese Bücher nicht mehr frei? Das möchte ich gerne wissen. Wie dazu gekommen ist, dass in einer Sitzung vor, im Jahre
375, ich glaube, Augustin hat sämtliche Priester im Abendland zu sich gerufen. Etwa 1100 Bischöfe, kamen ein paar Hunderte natürlich, nicht alle, aber diese paar Hunderte Leute, ja, entschieden für Zölibat, für Trinität und Zölibat, weil sie vorher dafür entschieden hatten. Und so ist Katholizismus entstanden. Katholizismus ist nicht Urchristentum. Als Gegnerschaft zu Orthodoxen. Doch Orthodoxen sind auch also weit nach Christus entstanden. Auch die glauben also an Trinität, Dreifaltigkeit. Ja, jetzt will ich also das jetzt also hier nicht vertiefen, aber darum gibt es neben vielen Weisheiten und Wahrheiten auch viele widersprüchliche Erzählungen über Jesus Christus, die die Verwirrung um ihn und sein Leben, seinen Lebensstil eher vergrößert als aufgeklärt haben. Dass die Christen später als sie ein wenig Freiraum und etwas Luft zum Atmen bekamen, auf der Grundlage dieser widersprüchlichen Bilder und Erzählungen völlig widersprüchliche Kulturen und asymmetrische und wahrheitsfremde Traditionen entwickeln mussten, ist schon an den Auseinandersetzungen und den entstandenen Schismen und Gruppierungen in der Geschichte des Christentums deutlich zu erkennen. Meine Damen und Herren, das wird also ziemlich lange dauern, bis ich also alles Ihnen vorlese. Habe ich auch wirklich also jetzt also nicht mehr so viel Lust, aber ich möchte nur einfach hier kurz darauf hinweisen, dass Aufklärung wäre in dieser blinder Form. Ich bin zwar voller Respekt vor Herrn Kant und vielen anderen Persönlichkeiten, aber die sind blinde Menschen gewesen, denn die sind nicht Seher gewesen. Die sind nicht aus der Reihe der Propheten gewesen, deren Seele über Raum und Zeit voraussehen könnten. Deshalb haben sie sich auch total geirrt. Deshalb kann man nicht Vernunft von seiner Quelle, nämlich Gott und Offenbarungen, trennen und dann behaupten, dass diese Vernunft auch wirklich wunderbar funktionieren kann. Und Abendland hat deshalb gewissermaßen Erfolge buchen können, denn das Korbverpassen an der Christenheit, an der Kirche, hat natürlich auch so also ein bisschen das Nachdenken, das Denken an sich ein bisschen gefördert. Das wissen wir ja alle. Aber ohne Brutalität der Christentum, der Christenheit, hätte es niemals eine dumme, blinde Aufklärung gegeben, dass solche zwei Früchten wie Helmut Kohl und Heiner Geißler zur Welt brachte. Man sind zwei von Zehntausenden Mächtigen des Abendlandes, die unsere Menschheit zugrunde gerichtet haben. Schauen wir mal im Nahen Osten. Ja, das ist die Geschichte, meine Geschichte mit Herrn Heiner Geißler. Politiker ohne Ethik sind pure Verbrecher. Politik ohne Ethik ist blind.
Deshalb finde ich Menschen wie Christoph Hörstel oder diese Partei Deutsche Mitte ins Leben gerufen haben, denn sie gemerkt haben, dass ohne Ethik das Leben total dunkel und schwarz ist. Und sie versuchen halt, dass die entstandenen Elend, das entstandene Elend in dieser Gesellschaft sozusagen zu lindern, wertzumachen, indem sie Ethik in die Politik bringen und Frieden in die Politik zu bringen. Statt Bomben sollte man Bücher verteilen, Lernmöglichkeiten an die Menschen in dritte Welt vor allem ermöglichen. Wir können die Flüchtlinge nicht an die Grenzen Europas verhindern. Wir müssen durch ein anständiges Leben in Europa, in Amerika, im Westen, durch ein anständiges Leben, ein menschenwürdiges Leben, durch eine gerechte Wirtschaft, durch eine gerechte Art und Weise der Wissenschaft betreiben, der Politik und so weiter und so fort, ermöglichen, dass die anderen Menschen in ihren Ländern in Frieden und Freiheit leben können, dass sie sich nicht gezwungen sehen, wegen Perversionen der Menschen im Westen sich unterwegs nach Europa machen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, ganze Menschheit. Vor allem die Nationen Europas. Sie müssen zur Ethik zurück. Sie müssen vom Kriegstreibereien sich verabschieden. Teile und herrsche. Sie müssen von Perversionen der Kartellmafia, Finanzkartelle und Pharmakartelle aussteigen. Und die Kultur, die dazu geführt hat, dass in Medien nur gelogen und belogen wird, dass bei Pharma Perversionen herrscht, dass in der Wirtschaft nur Betrug und Heuchelei und Dummheiten herrschen. Überlegen Sie sich, wir haben nur noch also wenige Tage zu der Wahlen. Also ich glaube nicht, dass der Herr Christoph Hörstel jetzt also Bundestagswahlen exklusiv also gewinnen wird, dass er also Bundeskanzler dieses Landes werden wird. Die Partei ist weit noch davon entfernt, aber zumindest sollte man diese Menschen, diese Partei sollte man ein Sprachrecht in dieser Gesellschaft einräumen. Geben Sie mindestens Ihre zweite Stimme dieser Partei. Ich danke Ihnen für das Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Nazis sind Sie nicht, die AfD-Leute. Das ist Quatsch, das dürfen Sie nicht sagen. Es sind keine Nazis, weil dann wären Sie ja Sozialisten. Sie sind aber das Gegenteil, Sie sind Kapitalisten, durch und durch. Das ist neoliberaler Kapitalismus vom Allerfeinsten, die AfD. Im Grunde ist die AfD eine Mischung aus FDP und NPD. Von beiden das Schlimmste. Nationalkapitalisten, meine Damen und Herren. I said, keep the oil. Keep the oil. Keep the oil. Don't let somebody else get it. Our system of government and our American culture is the best in the world and will produce the best outcomes for all who adopt it. All of this death and destruction for nothing. We will work side by side with our friends in the Middle East, including our greatest ally, Israel. I said.